bin auf dem Weg raus aus Cochabamba Richtung Sucre. Hier ist erstmal wieder die Straße blockiert. Ich weiß nicht, was wir da haben. Wenn denn hier irgendwas nicht passt, wird eine Straße blockiert. Das ist ganz einfach. Führen wir in Deutschland jetzt auch ein. Also, ich mache mich auf den Weg Richtung Sucre. Ich werde 4-5 Tage brauchen dafür. Und hier stehen so rum die Schienenbusse. Kann sein, dass die ab hier fahren. Weil das sieht alles relativ neu aus. Weil in der Stadt der Bahnhof ist dicht. Da ist nichts mehr. Da will man Akile gucken. Vielleicht kriege ich da was. Kann ich da mitfahren? Hierher. Und dann fahre ich mit dem Bus zurück. Mal schauen. Naja. Ich will gucken, dass ich aus dem Moloch hier rauskomme. Die Luft ist hier so schlecht. Das ist ein Smog. Der Mantau. Schön flach war es. 55 Kilometer. Und jetzt geht's hoch. Da unten war ich auf 2,57. Ne, 2,650. Ne, 2,57, was weiß ich. Und ich muss hoch bis auf 3,4. Da ist mein Zeltplatz. Am See. Den werde ich wohl ansteuern. Auch nur wenn es vorher Bier gibt, ansonsten fahre ich weiter. So. Schön warm ist es, 25 Grad, lässt sich aushalten, muss schön zu fahren und komplett geteerte Straße, wirklich fein. Jo, dann werden wir weiter trampeln. Guten Morgen, ich habe es gestern mit Mühe und Not hierher geschafft, da es vor dem anderen Campplatz kein Laden mit Bier gab, die hatten nur Cola und Limo. Bin ich hierher gefahren. Rechts ist ein Dorf. Da war ich gestern noch schnell Bier holen, dann war ich im Dunkeln oder fast dunkeln hier. Aber es ist ein schönes Plätzchen, war schon ruhig heute Nacht. Aber kalt, verflucht kalt. Also es war wieder knapp über den Gefrierpunkt. Bin auf über 3500. So, jetzt packe ich meinen Kram zusammen. Und dann geht es runter auf 2,2. Ich hoffe, dass das die letzte Nacht über 3000 war auf dieser Reise. Naja, aber der Canyon hier ist richtig geil. Ich warte die ganze Zeit, dass John Wayne hier ganz locker lang geritten kommt. Aber er kommt nicht. Es kam bloß ein Bauer mit seinem Rind hier vorbei. Naja, da werde ich mich zusammenpacken. Es ist mittlerweile auch schon wieder 10 Uhr. Es war so kalt, ich bin nicht früh rausgegangen. Ich habe gewartet, bis die Sonne kam. Und die kam erst um 9. Naja, lege ich mal los. So, landschaftlich reizvoll. Jetzt hat die Defekthexe zugeschlagen. Meine Vorderkopf ist im Eimer. Das ganze Öl hier rausgelaufen. Und es sind noch 200 Kilometer. Bis nach Sucre. Ich hoffe mal, dass ich da dann Teile kriege. So lange muss die hintere Bremse hinhalten. So, jetzt kulle ich hier nochmal runter 10 Kilometer. Da soll ein Platz zum Campen sein und irgendeine Farm. Ich will mir wohl mal antun. Guten Morgen. Das ist so eine Art Urlaub auf dem Bauernhof, auf Bolivianisch. So, es ist 7 Uhr durch. Ich muss heute ein bisschen zeitiger starten. 95 Kilometer sind zu machen. Also, auf geht's. Nachdem ich heute mal zeitig in die Puschen gekommen bin, bin ich ein bisschen geklettert. Und jetzt fahre ich schon seit 30 Kilometer bergab. Also meistens bergab. Ab und zu gibt es mal leicht hoch. Dann wieder runter. Und jetzt gucke ich, dass ich in Puente Arce
heißt das, glaube ich, zelten kann. Da soll so ein überdachtes Volleyballfeld sein, wo man sich hinstellen kann. Das sagt mein schlauer Iowa-Länder. Da will ich so hinfahren. Schön warm ist es hier. So liebe ich das. Naja, mal einen schmücken und dann geht's weiter. Ich habe bloß noch 17 Kilometer, glaube ich. Auf geht's. So, jetzt habe ich noch ein besseres Plätzchen gefunden als unter dem überdachten Basketballfeld da. Am Fluss, halber Kilometer weiter. Da sind schon mal zwei Brücken. Das ist die neue Brücke und die alte Brücke. Und hier war die ganz alte Brücke. Die haben wahrscheinlich noch die Spanier gebaut. Und richtig schön hier. Und der Fluss hat sogar Wasser. Der andere, an dem ich lang gefahren bin heute, da war ja bloß ab und zu ein Rinnsal zu sehen. So, ich bin sehr schön. Und dann Horido. Bio holen war ich schon. Wasser auch. Das ist hier teuer wie Hund. Ich habe für 2 Liter Wasser jetzt 2,50 Euro bezahlt. Das ist eine knochentrockene Ecke hier. Schon, also der Fluss hat Wasser, der andere hat überhaupt kein Wasser. Da geht zwar eine Wasserleitung lang, ich habe schon die Leute gesehen mit Schubkarren und Kanister Wasser holen. Aber es ist hier wirklich, hier kann es mal regnen. Und hier regnet es auch ab und zu, weil die Bauwerke, die unterwegs waren an der Seite, dann geht es hier wahrscheinlich heftig ab. Aber momentan ist das hier knochentrocken. Naja, so, es sind noch 100 Kilometer bis nach Sucre. Aber ich glaube, das dauert 2 Tage. Naja, wir werden sehen. So, jetzt mal mit Lenz hier. Jetzt mal schön was futtern. Guten Morgen. Und weiter geht's durchs wilde Bolivien. 1,5 Tage bergauf. Höhenunterschied 1500 Meter. Aber zu trampeln 3500 Höhenmeter. Jetzt geht das mal immer auf und ab hier, 50 Kilometer. Da macht man aber nicht viel Höhe. Und dann geht's richtig hoch Richtung Sucre. Naja. Gefrühstückt habe ich. Jetzt mache ich mich auf die Socken. So, bin gerade 10 Kilometer gefahren. Plattfuß. Ich muss mir irgendwo, da waren so kleine Dornen drin. Ne? Das ist wahrscheinlich da, wo ich gezeltet habe, als ich rausgeschoben habe. Ich habe da so ein Ding reingezogen. Die Dinger gehen überall durch. Meine Isomatte hat auch schon wieder ein Ding weg. Die lässt auch schon wieder Luft. Naja, neuen Schlauch rein, weiter. Was soll's, ich wollte eh gerade Pause machen. Das ist ein Tag, die ganze völlig in die Tonne kloppen. Erster Platten, meine Luftpumpe gibt auch einen Geist auf, da ich gerade mal noch so Luft drauf gekriegt, dass ich schieben konnte. Dann habe ich an einem Haus eine Standluftpumpe gekriegt, die war auch schon etwas im Eimer. Jetzt habe ich mal so viel Luft drauf, dass ich fahren kann. Dann geht das immer hoch, runter, hoch, runter. Jetzt bin ich gerade wieder oben und jetzt geht es wieder runter zum Fluss. Und das geht jetzt noch so 25, 26 Kilometer. Ist schon ein bisschen nervig. Ich habe noch nicht mal 30 Kilometer runter heute, 5 Kilometer geschoben. Weil ich nicht genug Luft drin hatte. Das war hier in dem Dorf hier vorne. Da haben sie gar nichts, keine Werkstatt, nichts. Ich hoffe, dass irgendwo noch unterwegs was kommt. Es ist ein Elend heute. Naja, ich trampel mal weiter. So, willkommen im Flussbett. Hier ist nirgendwo Sand oder sowas. Das kannst du ja alles knicken. Neben der Straße ist auch nichts. Das war die einzige Stelle, wo man hier wenigstens mal runterkam. Und da, wo mein Zelt steht, da ist ein ganz bisschen Sand. Ich habe so richtig schön die Schnauze voll heute. Ich muss erst mal ein Bier trinken. Mir tun die Knochen weh. Nach Strich und Faden. Und für morgen habe ich noch
900 Höhenmeter, also um die 30 Kilometer sein, wenn überhaupt noch 30 Kilometer, bis nach Sucke. Dann ist geschafft, dann mache ich erstmal wieder Pause. Erstmal wieder genug gefahren. So, ich muss mir ein Bier aufmachen. Das habe ich nur organisiert. Da war noch ein Kaffee unterwegs. Da gab es Brot und Bier und Eier und Tomaten. Alles in Ordnung. Also, ran ans Bier. So, weil der gestrige Tag schon scheiße war, legt der heutige gleich nach. Von da hinten komme ich. Das habe ich da fast geschafft. Da hinten leuchtet schon Sucre durch. Jetzt habe ich auch wieder Luft auf dem Reifen. Aber erst nachdem ich noch einen Platten hatte. Diesmal aber 3 Kilometer vor der Tankstelle, die auch einen Kompressor hatte. Luft kriegt man ja normalerweise nicht. Da muss man zum Reifen hin. Naja, jetzt habe ich noch 7 Kilometer. Ich bin fast oben in Sucre. Dann muss ich da rüber dackeln. Jetzt muss ich erstmal schnell gucken, ob in dem Hostel was frei ist. Ist gar nicht umsonst hinfahren. So, auf geht's. Und morgen ist der Fahrradladen dran. Muss den leer kaufen.